Aufgerufen haben die verschiedensten Gruppen, hauptsächlich der radikalen Linken, aber auch migrantische Organisationen. Es ging darum, gegen Rassismus und Neonazismus in Griechenland zu demonstrieren. Die Sache war lange vorbereitet worden, vor allem von einer Gruppierung, die Andalsea heißt. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen der radikalen Linken. Es haben sich dann hinterher aber auch Syriza angeschlossen. Syriza, das ist ja in Deutschland im Wesentlichen auch bekannt, ist die Gruppe, die hier jetzt die offizielle Opposition stellt und bei den Wahlen 27% bekommen hat. Wir waren also grob geschätzt vielleicht 10.000 Leute, also es war eine sehr große und erfolgreiche Demonstration. Teilweise haben sogar anarchistische Gruppen teilgenommen, allerdings nicht als Gruppen, sondern als Einzelpersonen, weil die Frage der Migration für die Anarchisten bislang in Griechenland nicht so sehr im Mittelpunkt stand. Das scheint sich aber auch gerade zu ändern. Und zwar deswegen, weil der Faschismus so im Kommen ist und die Antifa-Arbeit natürlich ein zentrales Thema auch der Anarchie ist. Es ging bei der Demonstration ja gegen Rassismus und Neonazismus. Traurige Aktualität und einen besonderen Anlass hatte es aber auch deswegen noch, weil vergangene Woche ein Mann, der aus Pakistan kam, erstochen wurde. Nach Augenzeugenberichten kamen die beiden Täter mit dem Motorrad und griffen ihn an. Was ist denn über den Ablauf dieser Tat bekannt? Mittlerweile sind noch sehr viel mehr Sachen bekannt geworden. Wir wissen, wo die beiden Täter herkamen. Wir wissen, aus welchem Stadtteil sie kamen. Wir wissen den Namen. Den einen Namen können wir unterbringen in einem Zusammenhang der Neofaschisten. Bei dem einen wurden viele Flugblätter von der Chrysiavier, von der Goldenen Morgenröte gefunden, also dieser faschistischen Organisation, die jetzt auch im Parlament ist seit dem Juni. Es war also eine völlig eindeutige Angelegenheit. Die zwei sind unterwegs gewesen und haben sich ein Opfer gesucht und haben das kalt gemacht. Ein ganz kaltblütiger Mord, muss man einfach so sagen. Der eine hat dann bei Gericht ziemlich geweint und hat gesagt, ach, es tut mir alles ganz leid und wir wollten doch niemand umbringen. Und wenn wir das gewusst hätten, muss man sich fragen, warum man mit so einem Riesenmesser unterwegs sein muss, dann mitten in der Nacht und auf jemanden einstechen muss, der einem auch nicht das Geringste zuleide getan hat. Das ist ja überhaupt kein Einzelfall. Der Rassismus in Griechenland wird immer stärker. Übergriffe auf Migrantinnen, Flüchtlinge oder anders Aussehende, die verstärken sich. Woher kommt das? Wir haben eine Polarisierung der griechischen Gesellschaft. Können wir deutlich feststellen in den letzten 2 Jahren. Das hängt mit der Krise zusammen. Es werden ziemlich große Teile der Bevölkerung ins Elend gestoßen. Hier erreicht das jetzt auch im Zuge der Krise die Mittelklassen. Und das führt zu einer Polarisierung, dass Leute Auswege suchen. Und viele Leute suchen den einfachen Ausweg und der sieht eben so aus, dass man sich einen Sündenbock sucht, das kennt man ja aus Deutschland auch. Und das sind dann eben die Migranten, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die nehmen uns die Wohnungen weg und so weiter und so weiter. Und die müssen raus. Das ist das Hauptbetätigungsfeld der Faschisten hier. Und auf dieser Grundlage kommt es dann zu diesen Angriffen und Übergriffen. Ist das dann auch befördert durch die Regierungspolitik? Also wenn wir zurückblicken auf den August, da gab es die Polizeioperation Gastfreundlicher Zeus, hieß das zynischerweise. In Wirklichkeit wurden landesweit Flüchtlinge verhaftet. Die geht ja weiter. Das war ja nicht im August so. Diese ganze Aktion ist erstmal bis zum Jahresende ausgedehnt worden und geht faktisch jetzt auch noch weiter. Das heißt, es werden Leute abgegriffen, einfach aufgrund ihres Aussehens, aus rein rassistischen Beweggründen sozusagen, aufgrund ihres Aussehens werden festgenommen, dann werden die Papiere überprüft. Es sind seit dem August über 60.000 auf diese Weise vorübergehend festgenommen worden und über 3.000 sind dann in die neuen Internierungslager gebracht worden,
um irgendwann abgeschoben zu werden, wobei völlig klar ist, dass der Großteil von denen gar nicht abgeschoben werden kann, zum Beispiel weil es Afghanen sind, die nicht abgeschoben werden können und nicht abgeschoben werden dürfen. Das Ganze ist eine reine Abschreckungspolitik und diese Regierungspolitik, die befördert wiederum die Faschisten und die Faschisten mit ihrer Migrantenpolitik ziehen die Regierung, vor allem den größten Teil der Regierung, was die Neue Demokratie ist, auf die rechtsradikale Seite rüber. Das ist so eine Wechselwirkung, die wir hier im Augenblick beobachten, die ziemlich schrecklich zu sehen ist. Du selbst bist ja aktiv bei dem Netzwerk für die soziale Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten. Wie stark haben denn die rassistischen Übergriffe in der letzten Zeit zugenommen? Unglaublich viele Angriffe. Es gibt Zahlen, die im Oktober mal veröffentlicht worden sind, dass seit Jahresanfang 2012 500 solche Angriffe gezählt worden sind. Man muss inzwischen sagen, es sind über 1000. Mindestens 3 Todesopfer sind zu beklagen, jetzt einschließlich Lokman, dem Pakistaner, von dem wir vorhin gesprochen haben. In der letzten Zeit, diese tagtäglichen Angriffe haben etwas abgenommen, was damit zusammenhängen kann, dass sich erstens Leute wehren und auch, dass die Goldene Morgenröte selber insofern etwas vorsichtiger geworden ist, als sie jetzt im Parlament sind und nicht als diese rechtsradikale oder faschistische Schlägertruppe darstellen wollen, die sie eigentlich sind. Wie sieht dann das Verhalten bei der Polizei aus? Also Flüchtlinge sagen ja immer wieder, dass sie dass nicht mal die Anzeigen aufgenommen werden. So ist es. Die Leute werden abgehalten, überhaupt diese Angriffe anzuzeigen. Also man muss auch dazu sagen, die griechische Polizei hat zu über 50% faschistisch gewählt. Das ist bekannt. Bei der Bereitschaftspolizei sind es sogar um die 70%. Das heißt, du hast eine faschistische Polizeitruppe hier in Griechenland. Das muss man erstmal feststellen. Wenn dann der Polizeiminister sagt, in Griechenland gibt es keinen Rassismus, ist ein Witz eigentlich. Die Polizei hält die Leute davon ab und sagt, pass auf, du sitzt hier, wenn du jetzt hier eine Anzeige gegen diesen betreffenden Menschen machst, dann kommt von dem eine Gegenanzeige. Aufgrund dieser Gegenanzeige werden wir dich dann hier heute über Nacht zumindest festhalten. Der hat noch gar keine Anzeige gestellt, der andere, und trotzdem passiert es so. Oder wir hatten die Fälle, wo die Leute keine Papiere haben, dann sind die Anzeigenden in Abschiebehaft genommen worden und die Täter sind laufen gelassen worden. Das ist der Zustand, den wir im Augenblick hier haben. Der Polizeiminister hat jetzt eine Einheit aufgestellt der Polizei gegen rassistische Übergriffe. Das heißt, 200 Polizisten, die dafür irgendwie speziell geschult werden sollen, sollen diese Angriffe aufzeichnen. Da können nur solche Leute Anzeige erstatten, die Papiere haben. Wenn sie denn überleben, muss man ja sagen. Die keine Papiere haben, die, das hat er von vornherein gesagt, die können hier keine Anzeigen stellen, sondern die werden sofort in Abschiebehaft genommen. Das ist die Lage, mit der wir im Augenblick zu tun haben. Gibt es denn nun verstärkt auch Widerstand oder Selbstorganisationen von Flüchtlingen und Migrantinnen dagegen? Glücklicherweise. Die bestehenden Organisationen, die Communities der Migranten werden verstärkt besucht. Man kann einen gewissen Zusammenschluss dort beobachten unter den Leuten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Leute sagen, schlimmer kann es nicht werden und wir tragen unseren Protest jetzt auf die Straße. Das war bis vor einem halben Jahr anders, nachdem ein 19-jähriger Iraker Mitte August am Omonia-Platz erstochen worden ist, gab es am 24. den Aufruf zu einer Demonstration. Da hatte eine trotzkistische Organisation dazu aufgerufen und niemand dachte, dass da jetzt besonders viele Leute kommen Ende August. Und dann waren 10.000 Leute da. Und es waren 500 Griechen und 9.500 Migrantinnen und Migranten. Das war überwältigend, auch die Videos davon zu sehen. Und sonst gibt es da noch andere Reaktionen auf diesen erstarkenden Rassismus? Was man noch beobachten kann in der letzten Zeit, ist, dass verstärkt die Migranten hier Einfluss auf das allgemein, auf das öffentliche Leben zu nehmen versuchen. Und zwar können wir in all den freiwillig betriebenen Schulen, Abendschulen sozusagen, wo
Griechisch für Migranten angeboten wird, einen ganz starken Zulauf beobachten. So auch bei uns in unserem Zentrum. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, denen klar ist, sie bleiben in Griechenland, kommen auch gar nicht mehr von hier aus weiter, zum Beispiel aufgrund von Dublin II-Regulierung oder sowas, werden sie voraussichtlich in Griechenland bleiben und sagen, in dieser Gesellschaft müssen wir uns beteiligen und zum Beispiel, indem wir uns gegen den staatlichen und gegen den anderen Rassismus und gegen den Neofaschismus wehren.